herzlich willkommen zum Pressefeuer an den Ministerrat mit der Kanzleramtsministerin und unserer Frau Justizministerin. Und es beginnt Caroline Edtstadler, die Kanzleramtsministerin. Bitte schön. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Sie wissen, in Zeiten wie diesen ist das beherrschende Thema immer noch Corona. Ich kann es auch vom Rat Allgemeiner Angelegenheiten, der gestern stattgefunden hat, in Form einer Videokonferenz berichten. Es ist nicht nur in Österreich so, sondern in vielen anderen Ländern der Europäischen Union so. Und dennoch darf ich voll Freude berichten, dass wir in Österreich auch weitere Dinge auf den Weg bringen. Ein guter Tag beginnt mit einem Ministerrat, wo als Regierungsvorlage Hass im Netz beschlossen werden konnte, nämlich vor wenigen Minuten heute Morgen. Ich habe von Anfang an gesagt, es ist mir als Verfassungsministerin sehr wichtig, ein ordentliches Begutachtungsverfahren abzuhalten, sprich auch entsprechend lange der Bevölkerung, der Öffentlichkeit einen Entwurf zu unterbreiten. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Wir haben Hass im Netz rund 6 Wochen in Begutachtung gehabt. Die Frist hat am 15.10. geendet. Es sind über 200 Stellungnahmen eingegangen, wovon sich 60 auf das von mir verantwortete Kommunikationsplattformengesetz bezogen haben. Vieles ist gelobt worden und positiv hervorgehoben worden, vor allem deshalb, weil es ein sehr ausgewogener Entwurf ist, den wir auf den Tisch bringen konnten. Wir haben aus den Erfahrungen in Deutschland, aber auch in Frankreich gelernt und diese auch in dieses Gesetzesvorhaben einbezogen. Gerade in Zeiten einer Pandemie hat sich gezeigt, dass die Digitalisierung ein sehr wesentlicher Punkt ist, dass viele Menschen die digitalen Möglichkeiten nutzen. Denken Sie an die vielen Webkonferenzen, die abgehalten werden, an E-Schooling oder jetzt auch ganz aktuell die Ministerräte, die in den letzten Wochen wieder in digitaler Form, so auch heute, stattgefunden haben. Stichwort Digitalisierung. Es gibt immer auch eine Kehrseite und diese Kehrseite ist der Hass, der sich im Netz verbreitet und zwar oft unkontrollierbar rasch und auf Wege, die man einfach nicht mehr einfangen kann. Es hat sich insbesondere in den letzten Wochen auch gezeigt, dass dieser Hass im Netz dann zu Hass in der analogen Welt werden kann. Foren und Plattformen bilden oft so etwas wie eine Echokammer, wo man nur mehr die eigene Meinung rückgespiegelt bekommt. Das geht von Verschwörungstheorien, die man plötzlich glaubt, über Hass, der sich, wie gesagt, unkontrolliert rasch verbreitet, bis hin zu Radikalisierung, die im schlimmsten Fall in Terror enden kann, wie wir das in Wien auch erleben mussten am 2. November. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, allerdings nicht das Recht auf eigene Fakten. Und deshalb geht es uns darum, dass wir Hass im Netz unterbinden, dass hier rasch Abhilfe geschaffen wird, und zwar möglichst schon bevor die Zivil- und Strafgerichte damit befasst werden. Wir wollen daher nicht mehr länger zusehen. Wir wollen den Plattformen einen klaren Rahmen vorgeben, einen rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen sie derartigen Hass auch löschen müssen. Und zwar geht es hier ganz konkret um strafrechtliche Bestimmungen, die hier auch definiert worden sind. Ja, es geht darum, die Plattformen in die Pflicht zu nehmen, sie in die Verantwortung zu nehmen, denn es kann nicht sein, dass nur Milliardengewinne gemacht werden und umgekehrt keine soziale Verantwortung getragen wird. Ich habe die Zeit der Begutachtungsphase auch genützt und mich mit den Plattformen in Form von virtuellen Gipfeln getroffen, also von Facebook über Instagram, LinkedIn, Xing, Google und wie sie alle heißen. Insgesamt waren es 3 Gipfel und ich darf Ihnen hier auch positiverweise berichten, wir wurden ernst genommen von Anfang an, als dieses Gesetzesvorhaben publik wurde, aber auch in den Gipfeln. Und die positive Sache ist auch, dass mir all diese Plattformen versichert haben, dass sie ihre Verantwortung in diesen sozialen Medien auch tatsächlich wahrnehmen wollen. Gemeinsam können wir den Echokammern des Terrors und der Verschwörungstheorien auch hier den Ton abdrehen. Und das ist es, was wir wollen. Und gleichzeitig, und das möchte ich betonen, die Meinungsäußerungsfreiheit als ein verfassungsrechtlich gewährleistetes Recht bestmöglich zu schützen. Das heute im Ministerrat beschlossene Paket ist dafür ein ganz wichtiger Schritt. Und das Begutachtungsverfahren hat uns geholfen, hier auch noch Feinjustierungen vorzunehmen. Ich darf Ihnen ganz kurz sagen, was die wichtigsten Feinjustierungen waren. Es gab noch einmal eine Klarstellung im Anwendungsbereich. Denn ich habe von Anfang an betont, dass es mir darum geht, die großen
Plattformen sozusagen in die Pflicht zu nehmen, die hier Milliardengewinne machen und nicht die kleinen zu treffen. Daher werden nicht gewinnorientierte Plattformen generell ausgenommen vom Anwendungsbereich und wir zielen nur auf die ab, die hier kommerziell tätig sind und Gewinne erzielen. Ganz explizit ausgenommen sind auch die Bildungs- und Lernplattformen und das ist sozusagen der große Rahmen, um den es mir von Anfang an ging und den wir jetzt noch einmal klarer für alle nachvollziehbar dargestellt haben. Es gab dann einige kleinere Änderungen noch, die sich ja bezogen haben auf den verantwortlichen Beauftragten und den Zustellungsbevollmächtigten. Die beiden sind voneinander getrennt und es kann hier im EWR-Raum jeweils jemand sein, der aber immer erreichbar sein muss. Zum weiteren Vorgehen, nun wird die Regierungsvorlage dem Parlament zur dortigen Behandlung übermittelt. Ich darf Ihnen auch ganz explizit sagen, dass die Notifikationsfrist noch läuft. Es ist ja dieses Begutachtungsverfahren auch gemeldet worden, dieses Projekt gemeldet worden an die Europäische Kommission, weil die Europäische Kommission angekündigt hat, im Dezember den sogenannten DSA, den Digital Services Act, vorzulegen, sprich dieses Vorhaben auf europäischer Ebene, löschen von Hass im Internet auf europäischer Ebene. Und ich bin hier in einem intensiven Austausch mit der Kommission. Ich habe auch von Anfang an gesagt, dass wir hier eine europäische Lösung brauchen, denn Hass im Internet kennt auch keine Grenzen. Ich bin zudem mit europäischen Partnern im Austausch, etwa vergangenen Montag mit dem französischen Staatssekretär. Auch in Frankreich gibt es hier Überlegungen, wie man sozusagen bis zur tatsächlichen Umsetzung einer europäischen Lösung hier auch nationale Schritte setzen kann. Bis dahin bin ich zuversichtlich, dass wir schon Erfahrungen aus Österreich einbringen können aus dem Begutachtungsverfahren, aber dann vielleicht auch schon aus einem in Kraft stehenden Gesetz. Das Problem: Hass im Netz ist ein akutes und deshalb besteht jetzt Handlungsbedarf. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz explizit bei der Justizministerin bedanken für die gute Zusammenarbeit. Es ist ein Paket, es gibt über die Kommunikationsplattform hinaus noch viele Details im straf- und zivilrechtlichen Bereich und ich freue mich, dass das jetzt auch tatsächlich gelungen ist, im Ministerrat beschließen zu können. Vielen Dank. Dank. Jetzt unsere Frau Justiz. Ja, wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Also Hass und Gewalt im Netz begleitet uns schon lange und was mit Hass in eigenen Echokammern und du hast es auch erwähnt, anfängt, kann sehr rasch zu Gewalt im Netz kommen und Worten, wie wir wissen, können auch sehr rasch Taten folgen. Und deswegen, um das tatsächlich dieses gesamtgesellschaftliche Phänomen in den Griff zu bekommen, braucht es auch umfassende Lösungen, umfassende Mechanismen und ich kann diesen Dank nur zurückgeben. Es war wirklich großartig, wie unsere Teams zusammengearbeitet haben und wie unsere Teams auch dieses große, umfassende Paket geschnürt haben, bei dem es tatsächlich um mehrere Stufen geht, wie wir diesen Hass und wie wir diese Gewalt im Netz auch effektiv bekämpfen können. Zum einen die Plattformenregulierung, wo tatsächlich auch die Plattformen in die Pflicht genommen werden, dann die Stufe drüber können wir zivilrechtlich, gerichtlich auch was machen und sollte die Grenze des Strafrechts überschritten werden, gibt es jetzt auch effektivere Lösungen im Strafrecht. Das große Ziel, das wir vor Augen hatten, war es, dass Betroffene von Hass und Gewalt im Netz künftig schneller und kostengünstiger zu ihrem Recht kommen. In den vielen Gesprächen, die ich in den letzten Wochen und Monaten und eigentlich seit meinem Amtsantritt auch regelmäßig führe, heißt es immer, ich möchte mich so gerne dagegen wehren, aber es kostet viel und ich habe das Gefühl, ich komme nicht durch. Und das war auch bei uns im Justizressort das große Ziel, dass wir es schaffen, den Betroffenen von Hass und Gewalt im Netz jene Werkzeuge in die Hand zu legen, die sie brauchen, um sich schnell, rasch und effektiv zur Wehr zu setzen und das Ganze möglichst kostengünstig. Wir haben schon Anfang September im Justizministerium die Eckpunkte präsentiert und anschließend ist das Gesetzespaket in Begutachtung gegangen und ich bin froh, dass diese 6 Wochen Begutachtungsfrist auch ordentlich genutzt werden. Wir haben insgesamt 208 Stellungnahmen, 149 davon entfallen auf die Gesetzesentwürfe des Justizministeriums und ich bin wirklich überrascht und auch sehr froh, wie viele positive Stellungnahmen kamen, aber auch
dass die eine oder andere kritische Stellungnahme, weil das hilft uns, diese Einbindung und Einbeziehung in den parlamentarischen Prozess hilft uns, das Gesetzespaket noch besser und noch effektiver zu gestalten. Wir haben in den vergangenen Wochen uns mit unseren Beamtinnen und Beamten zusammengesetzt und auch ein Dankeschön an die Beamtinnen und Beamten des Bundeskanzleramtes, weil wir hier ja auch tatsächlich diese Kritik, die wir auch gehört haben, die Stellungnahmen, die gekommen sind, auch in das neue Gesetzespaket einfließen haben lassen. Denn es ist wichtig zuzuhören und wir haben zugehört. Deswegen würde ich Ihnen gerne auch einen Überblick geben über die Aktualisierungen im neuen Gesetzespaket. Die Ziele, die Ideen und die Prinzipien des Justizteils haben breite Zustimmung erfahren und bleiben in ihrem Wesensinhalten gleich. Das, was besonders wichtig und was ich besonders hervorheben möchte, ist das neue Eilverfahren, das auch von allen Seiten begrüßt wurde. Und da geht es halt in letzter Linie darum, dass Menschen, die von Hass und Gewalt im Netz betroffen sind, die in ihrer Menschenwürde erheblich verletzt werden, sich auch rasch zur Wehr setzen können. Das heißt, sie können mit einem Antrag beim Bezirksgericht auf Unterlassung, quasi einen Antrag auf Unterlassung einbringen und können dann binnen weniger Tage mit einem Antrag, mit dieser mit diesem Unterlassungsbefehl die Löschung des Postings beantragen, sowohl gegen den Täter als auch letzten Endes gegen die Plattform selbst. Wir haben aber bei diesem Unterlassungsanspruch auch gewisse Klarstellungen vorgenommen, weil im Vorfeld die Befürchtung groß war, ob denn dieses Eilverfahren dazu führen könnte, dass es zu Netzsperren vermehrt kommt. Wir haben das sehr ernst genommen und daher auch in sehr wohl klargestellt, dass hier die Access Provider ausgenommen sind und somit ausgeschlossen, dass es zu Netzsperren durch dieses Gesetzespaket kommen wird können. Wir haben außerdem die Historikerinnen und Historiker ernst genommen, die befürchtet haben, dass durch unsere teilweise Neufassung der Persönlichkeitsrechte, die Kodifizierung der ausjudizierten Persönlichkeitsrechte, dass die dazu führen könnte, dass NS-Opfer- und Täterforschung erschwert wird. Deswegen haben wir das jetzt auch näher definiert und den Schutz über den Tod der Person insoweit eingeschränkt, als tatsächlich die Wissenschaft und die Kunst einen besonderen Stellenwert eingeräumt werden soll und es eine zeitliche Befristung dieser Einschränkung gibt. Strafrechtlich haben wir auch einige Änderungen vorgenommen. Groß wurde auch in den Medien darüber berichtet, dass Upskirting eine zu hohe Strafdrohung hat. Wir haben uns das im Detail mit allen Stellungnahmen angesehen und haben deswegen für das reine Fotografieren die Strafdrohung auf 6 Monate reduziert und beim Verbreiten einschlägiger Fotos im Internet und auf sonstigen Plattformen bleibt auch die Strafdrohung von 1 Jahr. Denn hier ist auch der Unrechtsgehalt einfach ein wesentlich höherer, wenn jemand willentlich diese Fotos, die unter dem Rock fotografiert wurden oder in Ausschnitt auch einer Masse oder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Das Gesetzespaket sieht, wie Sie wissen, auch die Erweiterung des Straftatbestands der Verhetzung vor. Das ist auch insofern unberührt geblieben, als wir trotzdem noch klargestellt haben, weil das auch eine wichtige Rückmeldung war, dass die Verletzung der Menschenwürde auch aufgrund einer Behinderung unter den Tatbestand der Verhetzung kommt. Das war eine Rückmeldung aus den Stellungnahmen, die wir bekommen haben und wir haben tatsächlich da auch gesehen, dass die Verhetzung auch zutreffen würde, wenn Menschen, die eine körperliche Beeinträchtigung, eine psychische Beeinträchtigung haben, aufgrund dessen gegen die gehetzt wird, dass auch das unter den Verhetzungstatbestand fällt. Ebenso ein großes Thema in den Stellungnahmen war der Datenschutz. Auch hier haben wir uns das alles noch einmal angesehen, auch mit Expertinnen und Experten gesprochen und haben insoweit
Bedenken, die bestanden haben, dass Privatankläger durch die neue Ermittlungspflicht möglicherweise viel mehr personenbezogene Daten bekommen oder erhalten würden als notwendig für die Ausforschung des Täters. Deswegen haben wir geschaut, dass wir auch da diese Bedenken ernst nehmen und haben diese Ermittlungspflicht auch darauf eingeschränkt, worauf es tatsächlich ankommt, nämlich auf die Ausforschung des Täters. Daher haben wir auch gleichzeitig geregelt, dass die Daten, die erhoben werden, zuerst beim Gericht landen und das Gericht dann nur jene Daten dem Privatankläger zur Verfügung stellt, die dieser auch tatsächlich braucht. Und zum Abschluss lassen Sie mich noch einmal betonen, wie dankbar ich bin für die vielen und zahlreichen Stellungnahmen und deswegen auch mein großer Dank an die Expertinnen und Experten, die sich auch in diesen Prozess eingebracht haben. Danken möchte ich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in meinem Ministerium, die unermüdlich daran gearbeitet haben, dass sich unser Zeitplan, der ja tatsächlich auch sehr eng war, auch wirklich ausgeht, dass wir mit 01.01.2021 mit diesem Gesetz, dass dieses Gesetzespaket in Kraft tritt. Großes Danke natürlich auch an die Kanzleramtsministerin und die Frauenministerin, als auch die Klubobfrau Maurer, die sich beide auch, obwohl sie heute nicht da sind, sehr eingebracht haben. Und natürlich allen Abgeordneten im Parlament, die auch mitdiskutiert haben. Sie alle haben dazu beigetragen, dass es zu einem ausgewogenen und fundierten Gesetzespaket gekommen ist, das wir heute verabschiedet haben im Ministerrat. Und ich freue mich sehr, dass uns dieses große Paket auch gelungen ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank an die Bundesministerinnen. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen. Ich lade Sie ein, Fragen zu stellen. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Erste Frage vom Herrn Tittelbacher vom ORF Zeit im Bild, bitte. Danke. Die Richtervereinigung hat sich ja im Prinzip sehr positiv dazu geäußert, zu diesen Tatbeständen, zu diesen neuen. Sie sagen allerdings, wenn das wirklich intensiv genutzt wird, und das ist ja die Intention dieses Gesetzes, dann brauchen Sie mehr Leute, mehr Personal. Bisher ist in den Erläuterungen da nichts vorgesehen gewesen. Wie viele Leute wird man am Gericht für das brauchen und wird das zur Verfügung gestellt? Also ich habe auch mit der Präsidentin der Richtervereinigung diesbezüglich gesprochen. Es ist sehr, sehr schwer abschätzbar, wie viele Personen es zusätzlich brauchen wird. Das, was wir mit diesem Eilverfahren eingeführt haben, ist ein rasches und vollautomatisiertes Verfahren, denn nur so, wenn es vollautomatisiert ist, kann es auch sehr rasch erfolgen und kann auch die Entscheidung sehr rasch erfolgen. Wir müssen uns aber das dennoch anschauen, also es ist auch mein großes Bestreben, dass es groß und breit angenommen wird, dass da auch viele Anträge kommen und daher werden wir in den nächsten Monaten ab Inkrafttreten ganz genau beobachten, wie viel Mehraufwand das ist und dann letzten Endes auch entscheiden und schauen, wie wir das am besten gerecht aufteilen können. Gibt es weitere Fragen? Ja, Herr Tittelbacher, bitte gerne zweite Frage. Ich wollte schon noch eine ein. Nicht genau zum Gesetz, aber Frau Minister Edstadler, nachdem Sie da sind, würde ich Sie gerne fragen. Alle haben jetzt gerade Budgetverhandlungen, ja, nicht nur oder Budgetdebatten, nicht nur in Österreich, sondern eben auch in Brüssel. Sie waren ja gestern da involviert. Wie schaut es eigentlich aus? Was heißt das für Österreich? Wenn es jetzt einer langfristigen, vielleicht sogar dauerhaften Blockade des EU-Budgets kommt, was bedeutet das für Österreich, für das österreichische Budget? Was sind da die Folgen? Darf ich sagen, dass Österreich, insbesondere der Bundeskanzler, sich immer dafür eingesetzt hat, dass wenn wir, so wie jetzt auch vorgesehen auf europäischer Ebene, so viel Geld in die Hand nehmen, das größte Budget aller Zeiten haben, dass dann dieses Geld auch entsprechend rechtsstaatlich eingesetzt werden muss, dass es Meilensteine geben muss, die hier eingemeldet werden von den einzelnen Ländern, insbesondere was dieses EU Next Generation 750 Milliarden Aufbauprogramm bedeutet. Und es bedeutet natürlich, dass auch hier ein entsprechender Mechanismus dann greifen kann. Das ist die sogenannte Konditionalität zwischen mehrjährigen Finanzrahmen
und Rechtsstaatlichkeit, die auch schon beschlossen wurde. In dieser Woche im ASTV 2, im Coreper, wurde darüber abgestimmt mit einer qualifizierten Mehrheit. Jetzt ist die Situation, die Sie ansprechen, so, dass Polen und Ungarn konkret ein Veto eingelegt haben beim Budget, beim mehrjährigen Finanzrahmen und beim Next Generation. Das heißt, dafür brauchen wir Einstimmigkeit. Und ich war ja gestern im Rat allgemeiner Angelegenheiten, wo wir unter anderem den Europäischen Rat, der morgen stattfinden wird, in virtueller Form vorbereitet haben. Und jetzt geht es darum, auch diesen Ländern klarzumachen, dass das nicht nur für die beiden Länder, sondern für alle Länder in der Europäischen Union ein großes Problem ist. Konkret heißt das, solange hier kein Beschluss vorliegt, kann hier auch das Programm nach den neuen Budgetvorgaben nicht fließen und es wird dazu kommen müssen, wenn es keine Einigung gibt, aber wir haben jetzt noch ein paar Möglichkeiten, insbesondere gehe ich davon aus, dass Charles Michel das beim Europäischen Rat auch auf die Tagesordnung nehmen wird, dass es hier zu einer Zwölftelbudgetierung anhand der alten bisherigen Budgetvorgaben kommt. Das heißt, wir sind jetzt in der Situation, und ich habe das gestern auch sehr eindringlich gemacht, diesen Ländern klarzumachen, dass es darum geht, rasch die Wirtschaften jetzt in der Europäischen Union, in den Mitgliedstaaten anzukurbeln. Dafür ist es notwendig, dass dieses Geld fließt und selbstverständlich, und ich habe eigentlich gehofft, dass wir darüber nicht mehr diskutieren müssen, geht es darum, dass es auch rechtsstaatlich richtig und in einer Form angewendet wird, dass es im besten Falle zum Besten von uns allen ist. Das ist etwas, wofür ich im Moment wirklich kein Verständnis habe, dass man hier jetzt ein Veto einlegt, aber ich gehe davon aus, dass hier noch viele Gespräche stattfinden werden und ich hoffe wirklich sehr, dass man endeffektlich zu einer Lösung kommt. Nach Österreich irgendwie ausrechnen, wie viel wird das sein, wenn es wirklich dazu kommt? Naja, solange das neue Budget, der mehrjährige Finanzrahmen, nicht beschlossen ist vom Europäischen Parlament, geht es nach dem alten mehrjährigen Finanzrahmen nach einer Zwölftelbudgetierung und der neue Aufbaufonds kann noch nicht in Kraft treten. Von Geldflüssen her, kann man das konkretisieren, um wie viel das irgendwie dann ist, zum jetzt am Beispiel Österreich? Das kann ich Ihnen konkret nicht sagen, da müsste man jetzt auf Berechnungsgrundlagen im Finanzministerium zurückgreifen. So, gemeldet hat sich niemand mehr, wenn ich das richtig sehe. Dann sind wir sozusagen durch. Frau Justizministerin, Frau Kanzleramtsministerin, vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.